Warum sagte Dumbledore zu Severus Snape den Satz nach all diesen Jahren? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video geht es um Severus Snape, Albus Dumbledore und einen der vielleicht kultigsten Momente aus der gesamten Harry Potter-Reihe. Ich spreche natürlich von der Szene aus den Heiligtümern des Todes, in der Dumbledore zu Snape sagt, nach all diesen Jahren, worauf Snape mit immer antwortet. Wie wir bereits wissen, war Snape ursprünglich ein Todesser und stand auf der Seite von Lord Voldemort. Er wechselte die Seite, nachdem seine Geliebte, Lily Potter, vom dunklen Lord ermordet worden war. Snape, der nach ihrer Ermordung nicht wusste, was er als nächstes tun sollte, wurde von Dumbledore überredet, Lilys Andenken zu ehren und Harry zu beschützen. Das bedeutete, die Seiten zu wechseln. Der folgende Auszug aus Die Heiligtümer des Todes veranschaulicht dies. Wenn du Lily Evans geliebt hast, wenn du sie wirklich geliebt hast, dann ist dein Weg klar. Snape schien durch einen Schleier des Schmerzes zu blicken und Dumbledores Worte schienen lange zu brauchen, um ihn zu erreichen. Was meinen sie genau? Du weißt, wie und warum sie gestorben ist. Sorgen sie dafür, dass es nicht umsonst war. Hilf mir, Lilys Sohn zu beschützen. Einige Leute haben sich nach dieser Szene gefragt, warum Dumbledore überrascht sein sollte, dass Snapes Beweggründe immer noch dieselben sind, nach all diesen Jahren. Dumbledore scheint wirklich überrascht zu sein, dass Snape immer noch aus Liebe zu Lily handelt, was mir sehr merkwürdig vorkommt. Die folgende Passage schildert die Konfrontation zwischen Dumbledore und Snape, die zu ihrem berühmten Austausch von eindringlichen Worten führt. Snape stand auf. Sie haben mich benutzt. Was heißt das? Ich habe für sie spioniert, für sie gelogen, mich für sie in tödliche Gefahr begeben. Alles sollte dazu dienen, Lily Potters Sohn in Sicherheit zu bringen. Und jetzt erzählen sie mir, sie hätten ihn wie ein Schwein zum Schlachten aufgezogen? Aber das ist rührend, Severus, sagte Dumbledore ernst. Ist ihnen der Junge am Ende doch noch ans Herz gewachsen? Für ihn, rief Severus, Expecto Patronum. Aus der Spitze seines Zauberstabs sprang die silberne Hirschkuh. Sie landete auf dem Büroboden, hüpfte einmal quer durch das Büro und flog aus dem Fenster. Dumbledore sah zu, wie sie davonflog, und als ihr silbernes Leuchten verblasste, drehte er sich zu Snape um und seine Augen waren voller Tränen. Nach all diesen Jahren, immer, sagte Snape. Das Ungewöhnliche an Dumbledores echter Überraschung ist, dass Dumbledore scheinbar plötzlich einen gewissen Zweifel an Snapes Engagement Lily zu ehren hegt. Das war die Grundlage für Snapes Loyalität zum Orden. Bedeutet Dumbledores absolutes Vertrauen in Snape nicht, dass er sich völlig sicher war, dass Snapes Beweggründe unverändert waren? Der Grund, warum Dumbledore schockiert ist und sagt, nach all diesen Jahren, ist nicht, dass er jemals Snapes Loyalität oder Treue zum Orden infrage gestellt hat. Er hat nie an Snapes Absichten gezweifelt und wusste, dass er immer gelogen würde, Lily zu ehren. Snapes Verpflichtung galt für den Rest seines Lebens. Der Grund, warum Dumbledore nach all diesen Jahren sagt, ist, dass er von Snapes Patronus, einer Hirschkuh, erstaunt ist. Wir wissen, dass der Patronus von Lily ebenfalls eine Hirschkuh war. Und es ist bekannt, dass sich der Patronus einer geliebten Person verändern kann, um dem Patronus der Person zu entsprechen, die man liebt. Der Patronus-Zauber ist dafür bekannt, dass er das Wesen des Zaubernden zum Ausdruck bringt und mit bedeutenden Ereignissen oder Personen im Leben des Zaubernden verknüpft ist. Man kann sich seinen Patronus nicht aussuchen oder ihn absichtlich verändern. Und die Tatsache, dass Snapes Patronus immer noch eine Hirschkuh war, das zu Lily passte, nach all diesen Jahren, war bezeichnend dafür, dass er Lily wirklich liebte und dass seine Gefühle für sie im Laufe der Jahre nicht nachgelassen hatten. Es war die Tiefe von Snapes Liebe, die Dumbledore so hart getroffen hat. Und das ist der Grund, warum er einen echten Schock und eine Überraschung erlebt, als Snape sie hervorbringt. Dumbledores Überraschung über Snape hatte also nichts mit seiner Loyalität zu tun, sondern mit der Tiefe seiner Liebe zu Lily Potter. Lilys Tod war schon fast 17 Jahre her, aber sie bedeutete ihm immer noch alles. Das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.